Hallo und herzlich willkommen zurück zu True Fear Forsaken Souls Part 2 und wir nehmen uns erstmal einen Wein mit. Einfach nur, weil wir es können. Dum dum dum. What? Es ist ein Fake, es ist nur ein Bild. Ziegelsteine? Mhm. Nichts davon war Zufall. Ich muss herausfinden, ich werde dem Rezept folgen. What? Was für ein Rezept? What the fuck? Nichts, nur Dunkelheit. Sicher? Okay. Naja gut, aber wir haben Wein. Vielleicht ist Wein jetzt irgendwie das, was uns weiterbringt. Und hier soll ich etwas machen können. Mehr Pillen, starke Beruhigungsmittel. Ach genau, genau, geil. Und dann können wir hier ein Pestizid und eine CD. Geile Sache. So. Verschlüsseltes Sicherheitsmaterial. Faszinierend. Für den Anfang brauche ich einen Computer mit einem CD-Laufwerk. So. Nein! Mann! Ach, das Spiel manchmal. Wie kommt man eigentlich auf die bescheuerte Idee, die Lösung direkt über die Karte zu machen? Das ist nicht cool. Gesicht habe ich immer noch nicht für ihn. Kombiniere die Samen mit den richtigen Pflanzennamen. Oh oh. Gladius Cadan Canalis und Flox Canea? Was? Warum sind die dann nebeneinander? Okay, Flox Canea. Sind das die? Ich würde was sagen, oder? Flox Canea. Gladius Cardanalis. Können die sein? Können aber die sein? Ich habe keine Ahnung von Blumen. Ich habe so gar keine Ahnung von Blumen. Was ist ein Problem? Das ist auf jeden Fall Anemone Bulasidilla Mulala. So. Delphinium Mesoleucum und Blumen. Für mich sind alles Blumen. Das ist für mich ein totes Rätsel. Ich weiß nichts über Blumen. So. Guck erstmal, ob ich hier sichere Sachen weiß. Aber ich bin mir sicher, mir unsicher zu sein. Vor allem die sehen halt alle gleich aus, nur dass sie unterschiedliche Farben haben. Und da sie da in Schwarz-Weiß sind, bringt mir das ein Schieß. Recht große Blütchen und spitz. Die große Blütchen und spitz können die sein, oder? Ah ne, die haben wir da schon. Okay. Da waren wir uns mal sicher, ausnahmsweise. Oh, die langen Dinger sind wohl die hier. Und die sind schon richtig. Das könnten die sein. Die sind auch schon richtig. Linum Narbonense. Das sind die auf jeden Fall nicht. Keine Ahnung, die. Schauen wir mal noch Phlox. Phlox kann er. Können die sein? Wäre auch die Frage, ne? Was bringt es uns, dass wir das sortieren so? Was soll dadurch im Spiel passieren? Das ist halt so die Frage. So mit Beeren. Ja, ich tippe diesen richtig. Gladius Cardanalis. Bignone. Das. Ja. Sich irgendwas dazu aufgeschrieben?
Auch wenn die Samen von Ilex Aquafolium hier sind. Wie soll ich sie finden? Ich weiß nicht wirklich etwas über Botanik. Muss ich die anderen Bücher auch noch holen? Und hier wäre noch Platz für zwei Bücher. Und das würde ich gerne testen. Wobei, ich scheine ja offenbar, das kombinieren die Samen mit den richtigen Pflanzennamen. Aquifilum, die brauche ich. Ist halt die Frage, ob wir die anderen Bücher noch brauchen, ne? Laut Karte werde ich da, glaube ich, nicht hingeschickt. Doch, werde ich. Okay. Ja, toll. Welche Bücher waren das? Band 7, 1966. Das ist schön. Aber es steht nirgendwo die Nummer drauf. Hilft einem das? Nö, hier ist keine 7. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist ja hier so 7. Holy moly. Aber hier war irgendwas. Was wir nur irgendwie nicht mitnehmen konnten. Noch nicht. Oh, Englisch, Latein, Wörterbuch. Aber es fehlt halt trotzdem noch eins, rein theoretisch. Wird mir das hier noch angezeigt? Nee. Okay, gut. Dann gehen wir wieder zurück. Und zwar... hier. Hä? Wozu habe ich das jetzt geholt, wenn er es nicht dazulegt? Holy moly, Macaroni! Kombiniere den Namen mit den richtigen Pflanzennamen. Joa. Gut, Phloxcanea. Sind wir uns einig, dass die richtig sind? Ich würde sagen, ja. Gladius Cardinalis. Sind er die, ne? Ja. So, Delphinium Mesoleucum. Die sind auf jeden Fall falsch. Die sind das. Anemone, da bin ich mir sicher. Bignonia radicans. Keine Ahnung. Und Rhododendron. Rhododendron sieht eigentlich auch richtig aus. Und Linium. Sieht an sich auch richtig aus. Geil. Jetzt haben wir Samen. Stechpalmsamen. Das pflanzen wir jetzt voll ein, ey. Und zwar... hier? Alles, was jetzt braucht, ist Zeit. Okay. Dagegen können wir ja was tun. Pestizide. Wie? Pestizide brauchen wir eigentlich so eine Sprühflasche, ne? Hab ich nur leider nicht. Okay, gut. Ist ja kein Problem. Ah, dann gehen wir einfach mal zum PC. Schmeiße mal die CD ein. Kann nicht öffnen. CD ist gesichert. Verschlüsselte Datei gefunden. Laufwertverschlüsselung entfernen. Ja.
Zugang verweigert. Das ist nicht gut. Wähle zwei Teile des Passwortes, um die Sperre aufzuheben. Protokoll hilft dir, das richtige Passwort herauszufinden. Tut's das? Protokoll initialisieren, Antivirus-Software, Ruhezustand, geprägtes Passwort ein. Zugriff verweigert. Ist wie bei Fallout. 2 und 0 Symbole in richtige Position, wie 2 und 0. Hier waren 2 richtig und hier 0. GT. Nein. KT. P1, nein. ECP, nee. E255, nee. 7, ET, nee. A4, nee. X6A, nee. Nein. 4K, nein. 573, nein. 31TM, nein. 46, nein. 8A, nein. 4, nein. 6ME, nein. 97BP, nein. 6CH5, nein. 1HH0, nein. Okay. Also, vom ersten war was richtig. Also hiervon. Und zwei Symbole richtig und daneben 0. Oder waren hier zwei richtig und beim ersten 0? E051. E051, E051, E0. Muss ich mal da tusten? E051, 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 E051. Mhm, E05, nein, E05, nein, E05, nein, nee. Nee. Soll ich das dann rausfinden? Null und vier Symbole. Okay, ich habe das Richtige auf der rechten Seite schon gefunden. Geil. Bäm, bäm. Gute alte Dahlia, falls sie das überhaupt ist. Hat mir jetzt aber nicht so richtig was gebracht, ne? So, sie kann also von der Kamera erfasst werden. Warum hat niemand etwas getan? So sehr mir der Gedanke Angst macht, ich denke, dass ich diesen Ort überprüfen sollte. Ich erinnere mich, dass es im Block B war. Am Ende des Flurs im zweiten Stock. Mhm, am Ende des Flurs im zweiten Stock. Block B. Warum kann ich hier überhaupt hin? Ich hab nichts für ein Gesicht. Der Igor Kalt. Igor Kalt, der Supervisor. Igor war für Block B verantwortlich, nachdem Block A niedergebrannt ist. War. Er kümmerte sich um die drei Patienten, die drei und Dahlia. Er scheint ein unangenehmes Individuum gewesen zu sein, schwammig und gewalttätig. Aber andererseits hat ihn vielleicht die Umgebung so geformt. Er starb unter Qualen. Der Einzige, der nicht von Jack abgeschlachtet wurde. Er erwähnte, dass sie ihn besucht habe. Hat sie es getan? Das ist die Frage, nee, das ist die Frage. Ja, aber ich kann hier nichts machen. Das ist Quark. Okay, gut, ich konnte nur die Puppe jetzt finden, offenbar. Hier. Jetzt ist da auch offen. Ne, da war ich auch schon durchgegangen. Und zwar hier, ja. Hier auf dem Bild ist sie rumgelaufen.
Aber hier soll ich was machen können, ja? Hier soll ich was machen können. Oh, die Kamera. Sicher mein schwaches rotes Licht. Es ist wahrscheinlich eine Reflexion. Auf keinen Fall funktioniert einer der Kameras noch. Ja. Du Geistos est, sed remedium sit velunt codis demonium ab pecture lapis eus. Klingt wie ein Exorzismus. Resere et ilex aquafolium osidere reperio quod est absonditus quint omnem in aqua pura. Alles klar. Letzte Steindämons, tolles Lex Qualifolium, geheime Zutat. Dann muss ich ein Herz eines Dämons aus Stein. Ja. Das Ilex Aquafolium und etwas, was sie verheimlichte. Sie? Okay. Wörter Ilex Aquafolium sind nicht im Wörterbuch. Klingt wie ein Name einer Pflanze oder einer Blume. Vielleicht könnte etwas im Gewächshaus helfen. Ich war doch schon im Gewächshaus. Mensch. Mensch, ich war da doch schon. Was ist denn los mit euch? So, helfen kann mir. Das ist aber nicht das Gewächshaus. Das ist das Gewächshaus. Interessant. Das Herz eines Dämons. Also, du. Medizinisches Emblem. Was wäre denn hier quasi sein Herz? Ändere das mal wieder und gucke, ob das denn hier immer noch angezeigt wird. Warte. Ja, es ist hier auch wieder was angezeigt. Alles, was ich jetzt brauche, ist Zeit. So. Ich habe zwar Pestizid, aber... Ach so, lol. Nicht? Aber das hätte jetzt schon mit Pestizid vorhelfen können. Aber offenbar nicht. So, kombinieren kann man ja eh nicht. Ja, schön. Tschüss. Keine Ahnung. Kann ich auch nichts mehr machen. So. Ich möchte gerne Chemie machen. Darf ich nicht. Ich muss dieses Loch schließen, wenn ich das Spray benutzen möchte. Geil. Ich will nicht das meiste davon verschütten. Suche nach einem Schwamm. Ich hab keinen Schwamm. Ja, jetzt bin ich mit Pestizidspray unterwegs. Let's go. Das gibt's aus dem Maul, ihr Pflanzen. Rawr! So, fehlt nur Herz des Steindämons. Der Steindämon ist hier.
und behaupten, dass das der Steindämon ist. Hier soll ich aber auch noch etwas machen können. Sadistilien? Ja, geil, darf ich jetzt machen. Gute Sache. Ich hab destilliertes Wasser. So, ein sehr typischer Bunsenbrenner. Was war die nächste Zutat? Bären, Bestandteil. Das? Joa. Erste Zutat war halt Herz des Steindämon. Das könnte bedeuten, du kannst sehen, aber in der Mitte wurde das Herz aus Stein. Aufzucht und Abtötung von Elex Aquifolium. Das sind für die Pflanzen. Und das Ganze in reinem Wasser kochen lassen. Fehlt halt wirklich nur das Herz des Steindämons. Noch nirgendwo mehr etwas tun, außer hier. Was kann ich hier tun? Alles, was ich jetzt brauche, ist Zeit. Zeitding muss ich da reinpacken? Okay. Interessant. Für euch, die hier steht, muss es ein großer Tag sein. Ihr lebt in der Welt, die wir erschaffen haben. Diese Welt heilte schließlich von aller Angst, vereinigt in einem Ziel. Vereint. Für uns ist nur ein Tag, an dem wir einen weiteren Stein in eure Welt von morgen legen. Olivia Harper, Christopher Smith, Charles Lodius. Ich habe die anderen beiden Lodius und Smith gesehen, aber ich weiß nichts über diese Olivia Harper. Ich werde überprüfen, ob sie hier eine E-Mail hatte. Okay. Trotzdem gucke ich hier nochmal. Hier kann ich immer noch etwas tun. Kann ich hier immer noch etwas tun? Okay. Den Wein kann ich mit reinlegen. Essig. Geil. So. Kann ich hier immer noch was tun? Nein, jetzt ist vorbei. Sehr schön. Bisschen Essig, Baby. Was her damit? So, der letzte Scan einer Statue, würde ich mal behaupten. Damit muss ich hierher. So. Das wohl irgendwas zu sagen hat, aber es sind alles Xe. Zunge raus, grinsen, grinsen, grinsen. Das Gesicht fehlt halt immer noch. So, ergo kann ich jetzt nur noch hier etwas tun und zwar am PC nach der Dame suchen. So, und ich würde gerne einmal mit der guten Olivia Harper. Smith, erinnerst du dich, dass ich Jessica kurz vor dem Feuer in Block A gehen sah? Das war noch etwas anderes. Auf ihrem Weg warf sie etwas die Klipper beim Gewächshaus hinunter. Und am nächsten Tag sagtest du, dass eines der Gesichter fehlte. Ach, da finde ich das Gesicht, oder was?
Damals habe ich die Verbindung nicht hergestellt, aber jetzt denke ich, dass diese dämliche Idiotin noch mehr Schaden angerichtet haben könnte. Schick jemanden, der die Klippe absucht, und wir werden heute Abend bei der Gala über Rachel sprechen. Sie stand Jessica nah. Du solltest sie feuern. Du hättest sie feuern sollen, wie ich sagte. Olivia. Okay. So, das wurde also in der Nacht von der Gala geschrieben. Es besteht eine gute Chance, dass dieses Gesicht noch da ist. Wer war diese Olivia, die Christopher so herumkommandieren konnte? So, beim Gewächshaus. Clipper. Ich würde mal sagen, das soll tatsächlich einfach nur Clipper heißen. Und wo geht's hier runter? Setz die Maske zusammen, ja geil. So, dann können wir auch rein ins Gewächshaus. Aber das machen wir in der nächsten Folge von True Fear for Second Souls Part 2. Bis dahin, tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück zu True Fear for Second Souls Part 2. Wir gehen jetzt mal zu dem Heino hier und hauen ihm das Gesicht rein. Finde die richtige Position für jedes Gesicht der Statue. Okay. Das ist jetzt das Zähnezeigende, ne? Das heißt, Arme angewinkelt, hoch und zur Seite. Die Arme relativ gerade. Die hoch. Recht gerade. Okay. Kann nichts mehr verändern. Das heißt wohl, dass es richtig war. So. Die Zähne zeigen, ne? Die hier. Der eine Arm leicht schräg runter, wie man Puls messen. Ah, lass mich raten, kann ich nicht mehr ändern. Oh, wow. Es ist wieder ein Linksklick-Rätsel. Na dann, Linksklick-Rätsel, nehmen wir das mal kurz durch. Manchmal sind da echt schwere Rätsel dabei, wie das eine, was ich geskippt habe. Dann kommt hier wieder so welche, was echt gut lösbar ist. Aber durch dieses Linksgeklicke einfach kein Rätsel ist, weil es halt einloggt. Ist also Herz eines Steindämons. Dann kann ich da jetzt mal direkt hinspringen. So, dann erstmal das. Zweite Zutat war was? Ich will es jetzt nicht falsch rummachen. Aquafolium? Nicht? Okay.
Okay. Congratulations. You made it. Oh, don't be afraid. I'm not going to hurt you. I haven't hurt anyone. I just show them things. I'm gonna show them to you now. Das Spiel endet damit, dass wir eine Chemikalie trinken, wo ein Mädchen sagt, ich werde dir nicht wehtun, ich zeige nur Dinge. Fortsetzung folgt, ehrlich? Ich verliere mal ein paar Worte über das Spiel. Erstmal hat man gesehen, dass ich ziemlich häufig auf dem Schlauch stand. Ich hatte irgendwie das Gefühl, durch den ersten Teil sind wir besser durchgekommen. Aber der erste Teil hat mir vom Setting auch irgendwie viel besser gefallen, muss ich gestehen. Ja, ich hatte viele Hänger, ich bin viel hängen geblieben. Das hat schon ab und zu frustriert. Ne? Gerade, wie gesagt, das mit dem Hammer und Wasser. Ich bin mir sicher, dass ich das zigmal ausprobiert habe. Und auf einmal geht's dann halt. Genau wie mit dem Buch da. Ich bin da rechts hin und habe das Bücherregal abgeklickt wie ein Geisteskranker. Vielleicht bin ich da aber auch immer drüber geflogen, keine Ahnung. Alles in allem kann man spielen, ja. Keine Frage. Und macht auch manchmal ein bisschen unangenehmes Gefühl in manchen Sequenzen. Gerade das Mädchen ist ja halt doch irgendwo gruselig. Es war Klischee, aber diese kleinen Mädchen sind halt immer irgendwie gruselig. Mann, ich mach das mal ein bisschen ticken leiser. So, ich hör's noch genauso laut, aber ihr nicht. And our amazing fans. Ja, was soll ich sagen? Ich hab's gern gespielt. Ich bin aber ein bisschen enttäuscht. Also, ich hätte es mir irgendwie besser vorgestellt, dass man 3 Achievements bekommen. Patience is a Virtue. Patience is a Virtue 3. Noch irgendwas anderes. Followed Breadcrumbs und Hacker. Sind mir gerade mal ein paar Errungenschaften, wie es scheint. Haben wir wieder eine extra Episode, die wir spielen können? Was haben wir denn beim Bonus? Erneut spielen? Das sind die Rätsel, ne? Puzzles, Flashbacks. Gewächshaus, Brunnen, Zuflucht. Ich glaube, Mary werde ich mal. Hier vorsetzen. Das Sternenschloss. Ja, das war ja wohl. Das hat mich echt gekillt. Mit dem Gedrehe und dann weiter rein. Und dann hier noch irgendwie drehen und dann weiter rein und dann hier noch irgendwie so und mehr und weiter rein. Das war für mich das Overkill-Rätsel. So, tschüss.
Wallpaper, Sammelfiguren. Zwei fehlen uns, verdammt. Zwei haben wir nicht gefunden. Sonst haben wir alle. Beweise. Errungenschaften. Wow. Ich habe den ersten Teil durchgespielt, nur weil ich ihn nicht mehr installiert habe. Kriege ich das Achievement nicht? Was für ein Scheiß. Löse alle Puzzle ohne überspringen. Eins haben wir so gelöst. Tja. Spielclub, beende das Spiel im Expertenmodus. War Detektiv, beende das Spiel im Expertenmodus und habe eine Speicherdatei von Teil 1 mit Ende Expertenmodus auf dem Rechner. Okay. Boah. Einspieler. Trink mich. Ein letztes Willkommen. Aber die Videosequenzen. Making of. Funktioniert ja gut. Ist auch ausgegraut. Making of. Muss man das jetzt freispielen? Vielleicht spielt man das erst frei mit einer gewissen Errungenschaft. Boah, es gab ein Achievement dafür, sich die Credits anzugucken. Gut, so lange waren die Credits jetzt nicht, dass sie mich dafür belohnen müssen. Wallpapers. Das wäre kein Wallpaper, den ich möchte. Sieht schon cool aus. Ich glaube, den lade ich einfach runter und nehme ich als Thumbnail. Schön, wie ich aber auf Desktop fliege. Ja. So. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Sieht eigentlich auch ganz cool. Mensch, ich hätte hier mal ein paar Sachen zum Thumbnail nehmen sollen. Verdammt. Screenshots mit Thumbnail-Potenzial. Ja, gut. Boah, dann würde ich sagen, gönnen wir uns in der nächsten Folge nochmal die Bonus-Episode. Und dann war's das mit True Fear Forsaken Souls Part 2. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen an alle, die nur bis hier schauen. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Wie gesagt, ich habe ein bisschen gestruggelt in dem Spiel. Ich war selber nicht wirklich zufrieden mit meiner Performance. Ich stand oft auf dem Schlauch, Dinge super schnell vergessen und bin irgendwie nicht so richtig reingekommen in den Teil. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, aber wir haben ihn jetzt durch. Die extra Episode werden wir uns natürlich angucken, wie immer. Und ja, vielleicht sieht man sich ja sogar zu True Fear Forsaken Souls Part 3. Auch wenn mich der zweite jetzt nicht annähernd so geflasht hat wie der erste. Aber wenn es gewünscht ist, werde ich dann natürlich auch den dritten spielen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich in der, was heißt gleich, für euch übermorgen in der Bonus-Episode und definitiv allerletzten Folge von True Fear Forsaken Souls Part 2. Bis dahin, tschüss! Hallöchen und herzlich willkommen zur allerletzten Bonus-Episoden-Extra-Folge zu True Fear Forsaken Souls Part 2. True Fear Forsaken Souls Teil 2 war mit zwei zusätzlichen Episoden geplant. Eine davon wurde ins Spiel integriert und hat es dadurch signifikant verlängert. Die zweite Episode dagegen entwickelte sich mit vielen wichtigen Nebenhandlungen, die sich nicht in den Rest des Spiels eingliedern ließen. Wir werden diese Seite bald mit mehr Infos aktualisieren. Es gibt keine extra Episode. Nevermind. Dann war's das. Gut, Leute. Bis zum nächsten Let's Play. Ciao. Oh, das ist irgendwie enttäuschend. Das ist mein Fazit über das Spiel. Ein bisschen enttäuschend. Es gibt kein Making-of, es gibt keine extra Episode.